Ich mochte schon immer leuchtende Farben, Baby. Gefällt's dir? Oh ja, das wird bestimmt die schlumpfigste Tür im ganzen Dorf werden. Der Wasserkessel pfeift, mein Schlumpfbeeren-Tee ist fertig. Ich bin gleich wieder da, Baby. Sei schön brav. Oh, Baby, nein! Sacrebleu, was haben wir denn hier? Magnifique, wundervoll. Welches Genie hat denn dieses große Meisterwerk kreiert? Dieses Meisterwerk, wie du es bezeichnest, ist von Baby gemalt worden. Baby? Oh, Baby Schlumpf, du wirst einmal ein großartiger Maler. La 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 la. Ach, es geht doch nichts über einen Waldspaziergang. Endlich, endlich, Azrael, der Sieg ist nahe. Gargamel. Na, mal sehen, was er vorhat. Vergiss bloß nie diesen Tag, Azrael. Du darfst ihn niemals vergessen. Er bedeutet nämlich das endgültige Ende für diese stinkenden, miesen, ekelhaften blauen Schlümpfe. Ah, ich glaube, ich höre schon meine neue Geheimwaffe. Erwischt! Ah, du bist ja ein Prachtexemplar. Endlich, Azrael. Mein Plan kann nicht schiefgehen. Armer Gargamel, der gibt wohl nie auf. Was hat er sich denn dieses Mal ausgedacht? Sehr, sehr gut, Baby. Und jetzt versuch es mit dem anderen Zahnrad. Cordon bleu! No, 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 no! Komm, komm, mein kleiner Crouton. Wenn du mal ein großer Maler werden willst, dann musst du noch sehr viel üben. Oh, komm schon, mach keinen Unsinn, Toulousi. Baby wird mal ein großer Ingenieur. Das war mir von Anfang an klar. Sieh doch, was Baby gebastelt hat. Was ist das? Naja, ich bin nicht so ganz sicher, aber es ist mit Sicherheit das Werk eines großen Mechaniker-Genies, jawohl. Genie ist richtig, aber Baby ist ein Künstler. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Was soll denn diese Schlumpferei? Oh, Freunde, hört euch das an. Freie Verse. Baby, du wirst mal ein Poet. Maler. Ingenieur. Oh, Poet. Dieser Platz scheint geeignet, Azrael. Wir wollen doch nicht, dass das in meinem Schloss passiert, oder? Ipso? Facto? Heuschrecke? Maxo? Es funktioniert, Azrael. Es funktioniert. Was für eine geniale Idee. Richtig so, vermehrt euch. Hundertfach, tausendfach, nein, millionenfach. Es klappt, Azrael. Es funktioniert. Was habe ich immer gesagt, Azrael? Zerstöre den Wald und du zerstörst die Schlümpfe. Habe ich's nicht gesagt? Baby wird eines Tages ein großer Koch. Oh, darf ich zusehen, Torti? Aber natürlich, Clumsy. Also, zuerst müssen wir die Zutaten abwiegen. Nein, nein, Baby, du musst alles genau abwiegen. Nein, 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 Baby, du sollst abwiegen, genau abwiegen. Oh, ich habe noch nie einem Genie bei der Arbeit zugesehen. Ist das durcheinander normal, Torti? Wenn ich mir vorstelle, dass dieser blöde Gargamel doch tatsächlich glaubt, so ein kleines Insekt. Doch andererseits, was mag dieses Geräusch wohl bedeuten? Oh nein! Die Heuschrecken vernichten den ganzen Wald. Das war also Gargamels Absicht. Ich muss etwas dagegen unternehmen, und zwar sofort. Schnell, meine Freunde, bringt euch in Sicherheit! Ich muss das Dorf erreichen, bevor es zu spät ist. Das ist doch nicht zu fassen. Sie haben mir den Weg abgeschnitten. Ich bin eingeschlossen. Baby Schlumpf, ich wünschte, ich hätte so viel Talent wie du. Ja, ja, wirklich. Was ist denn das für eine Musik? Welch wundervoller Klang. Oh, Baby ist ein musikalisches Genie. Du nur auch noch. Warum glaubt ihr alle, dass Baby ein Genie ist? Ich erkenne ein Genie sofort, wenn ich es höre. Bis er so gut spielen kann wie ich, wird es natürlich noch eine Weile dauern. Versuch es nachzuspielen, Kleiner.
Perfekt ist es noch nicht, aber das Talent ist zu erkennen. Komm, Baby, wir müssen uns langsam wieder der Technik widmen. Ah, Baby, komm, gleich beginnt deine Malstunde. Ihr beide irrt euch. Baby wird nämlich ein großer Musiker. Ein Musiker? Ein Musiker? Mein armes Baby, Zeit fürs Mittagessen. Du wirst niemals erwachsen werden, wenn du nicht ordentlich isst. Oh, Schlumpfine! Ich denke, heute bin ich dran, Baby zu füttern. Darf ich? Oh, klar, Schlaufi, danke. Dieses Mal werde ich meine kleinen Schlümpfe nicht mehr retten können. Federchen! Danke, Federchen. Flieg schneller, wir müssen in Schlumpfdorf sein, bevor die Heuschrecken kommen. Babyschlumpf, merk dir eins, ein voller Bauch ist nicht so wichtig wie ein geschulter Geist. Und deshalb werde ich dich jetzt in den einzig wahren Beruf einführen, den die Zukunft für dich vorgesehen hat. Du wirst nämlich ein Intellektueller. Oh Mann, ein Intellektueller. Darf ich zusehen? Du kannst mir sogar helfen. Das reicht nicht. Hier. Schon besser. Halt das und das. Das hier ist gar nicht so schlecht. Das auch nicht. Aber irgendwo zwischen all diesen Büchern... Ja, das ist es. Das hier ist das wichtigste Buch. Alle Zitate von Schlaubi Schlumpf. Wieso hat Papa Schlumpf es nur so dreckig werden lassen? Ach, Baby, was hast du angestellt? Baby, wie soll Papa Schlumpf jetzt wissen, welche Chemikalie welche ist? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Da vorne kommt er. Oh, bitte, Klamsi, sag bloß Papa Schlumpf nichts davon. Wir wollen doch nicht, dass er böse auf Baby ist, oder? Nein, nein, das will ich natürlich auch nicht. Aber was ist, du, wenn... Du bringst Baby raus und ich versuche, alles wieder in Ordnung zu bringen. Baby wird ein großer Maler, Papa Schlumpf. Nicht jetzt, meine kleinen Schlümpfe. Wir befinden uns in einer lebensbedrohenden Gefahr. Heuschrecken, Millionen von Heuschrecken. Das ist wieder mal Gargamels Werk. Sie kommen hierher. Ich muss sofort etwas mixen, womit ich sie aufhalten kann. Schlaubi, wo ist die Flasche mit Drachenquallen abgeblieben? Schnell, Schlaubi. Hier ist die, Papa Schlumpf. Das heißt, ich hoffe es. Schnell, meine kleinen Schlümpfe, sie fressen sonst alles auf. Sie fressen alles auf, meinst du? Meine Toten, das ist das Ende der Welt. Feuer! Deine Formel hat leider nicht funktioniert, Papa Schlumpf. Was ist schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Es waren die richtigen Zutaten, da bin ich ganz sicher. Na gut, wir haben immer noch genug Zeit für einen zweiten Versuch. Wenn ich nur wüsste, woran es gelegen hat. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, ich muss dir was erzählen. Ich verstehe das nicht. Ich bin sicher, ich habe alles genau abgewogen. Oh, Papa Schlumpf, bitte vergib mir. Dir vergeben? Was, Schlaubi? Die Formel funktioniert nicht, weil Baby doch ein Intellektueller werden soll, ja? Ich verstehe kein Wort. Also, das war so. Ich hatte vor, Baby etwas beizubringen. Aber Baby hat die Etikette deiner Chemikalien abgerissen und ich habe sie wieder draufgeklebt. Nur leider alle falsch. Oh nein, das bedeutet, ich muss herausfinden, welche die richtige ist. Wir reden noch darüber, Schlaubi. Schnell, Papa Schlumpf, die Heuschrecken erreichen schon die Dorfgrenze. Nimm meine kleinen Schlümpfe. Fertig, Papa Schlumpf. Es funktioniert, Papa Schlumpf. Es werden immer weniger. Tatsächlich. Sie sind weg. Die Heuschrecken sind verschwunden. Ja. Sieh dir diese wundervollen dürren Äste an, Azrael. Ist das nicht ein herrlicher Tag? In ein paar Minuten werden sie vorbeikommen, diese kleinen Schlumpfbärenfresser. Doch jetzt haben sie nichts mehr zu fressen. Sie haben auch keinen Wald mehr, in dem sie sich verstecken können. Jetzt kommen sie in mein Netz. Wieso höre ich denn die Heuschrecken nicht mehr? Es werden immer weniger. Das ist Papa Schlumpfs Werk. Wieso kann ich denn nie gewinnen? Wieso nur kann ich nicht ein... Oh, mieser, blöder Verräter. Verschwinde hier. Los, macht, dass ihr verschwindet. Ah, 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 ah.
dass du uns vor den Heuschrecken gerettet hast, Papa Schlumpf. Wir sind ja so froh. Allerdings sind wir auch sehr traurig über das, was mit dem Wald passiert ist. Das verstehe ich sehr gut. Doch der Wald wird sich erholen, so wie der nächste Regen fällt. Ja! Ja! Ja, meine kleinen Schlümpfe. Der Wald wird jetzt durch den Regen tatsächlich wieder schön grün. Das konnte ich vorhersagen. Doch eine Sache kann wirklich niemand vorhersagen. Und das ist die Frage, welche Rolle Baby Schlumpf später einmal spielen wird. Maler, Chefkoch, Ingenieur, wer weiß das schon? Das sollten wir alle in Ruhe abwarten. Und nun lasst uns mit einem kleinen Tänzchen diesen wundervollen Regen feiern. Papa Schlumpf, es tut mir leid, dass durch mich so viele Probleme entstanden sind. Ich verzeihe dir, Schlaubi. Vorausgesetzt, du hast endlich gelernt, dass niemand so schlau ist, wie er denkt. Oh ja, das habe ich, Papa Schlumpf. Aber dafür ist dir doch aufgefallen, dass Baby Schlumpf sicher mal ein Intellektueller wird, oder? Ich weiß es nicht, was aus Baby Schlumpf einmal werden wird. Jetzt geh endlich zu den anderen und tanz!